Nicht nur Famarama selber, das Spiel hat vor kurzer Zeit seinen Geburtstag gefeiert. Nun wird auch meine kleine persönliche Seite ein Jährchen jung. Also wir kommen aus den ganzen Geburtstagspartys ja gar nicht mehr raus. Wahnsinn. Und dazu veranstalte ich auch ein kleines Gewinnspiel mit tollen Preisen. Ein kleines Gewinnspiel mit tollen Preisen. Das ist auch nicht schlecht. Wo gibt's denn das? Das gibt's nur hier. Wahnsinn. Okay. Und zwar müsst ihr mir auch schließlich verraten, um welches Tier es sich denn hierbei handeln könnte. Wenn ihr die Antwort wisst, dann ab hier in die Comments. Link zum Gewinnspiel, wenn ihr das Video auf YouTube seht, natürlich in der Videobeschreibung. Könnt natürlich, daher meine Seite den Geburtstag feiert, ausschließlich hier auf meiner Seite megagamefreak.wordpress.com euch am Gewinnspiel beteiligen. Ist auch klar. Sonst die Regeln sind auch wie gewohnt. Ihr dürft euch nur einmal am Gewinnspiel beteiligen. Gewinnspiel geht bis zum kommenden Montag. Dann haben wir den 10.02. bis 20 Uhr. Die Auflösung kommt dann auch, beziehungsweise dann auch die Auslosung. Ich hoffe schon, dass ein paar das richtig haben. Kommt dann im Laufe des Tages des Montags. Also, was ist das für ein Tier? Dürfte doch machbar sein, würde ich sagen. Denn dafür gibt es auch wirklich tolle Preise. Und zwar verlose ich einen Triumphbogen. Ja. Bringt für alle EP-Freaks 300 EP auf dem Einerfeld alle 15 Stunden. Das ist sehr gut. Alle, die Frankreich-Fans sind, würden sich da auch erfreuen. Und auch ist auch ein gar nicht so schlechtes Item, würde ich mal behaupten. Das gibt's für den Erstplatzierten. Dann habe ich für den Zweitplatzierten ein blaues UFO in Angebot. Das bringt zwar nicht so viele Erfahrungspunkte, genau zu sein, 8 und das alle 10 Minuten. Aber dafür hat es eben auch eine tolle Animation. Hier haben wir jetzt das UFO, das dann kommt. Also das ist, denke ich mal, auch herrlich. Und dann noch für den dritten, vierten und fünften Platzierten verlose ich noch ein Handwerksprodukt, und zwar eine Quiche. Diese Quiche kann man schön auf dem Markt verkaufen, wenn man sie denn nicht essen will. Entweder man isst sie und hat dadurch jede Menge EP. Um genau zu sein, sind es, denke ich, 12.000. Ich glaube ja. Schauen wir nochmal rein. Ja, sind das sogar 12.500, ja noch besser für die Farm. Oder man verkauft es auf dem Markt für um die 60.000 Muspeln aktueller Wert. Stand auf meiner Farm, auf meinem Markt. Jeder hat ja 40 verschiedene Märkte, gibt es also, aber so unterschiedlich wird es bei euch, denke ich mal, auch nicht sein. Das einzige kleine Manko ist eben an dieser Stelle, dass ich einfach ja auch ein bisschen traurig finde und schade, dass jetzt hier den Gift und Trade knapp verpasst haben. Ich habe gehofft, er kommt dann vielleicht wirklich, der Gift und Trade kommt genauso dann, wo meine Seite Geburtstag feiert, dass ich die Sachen dann gleich verschicken kann. Aber da jetzt ist er schon wieder aus, ein paar Tage vorher geendet. Knapp daneben ist leider auch vorbei. Von daher kann ich den Triumphbogen und blaues UFO dann leider erst am kommenden Gift und Trade raushauen an die Gewinner. Also ja, aber hoffen wir mal, es dauert nicht wieder 9 Monate, aber das denke ich mal nicht. Ja gut, also nehmt teil, also gibt es wirklich, denke ich mal, gute Preise, es lohnt sich auf jeden Fall. Und an dieser Stelle bedanke ich mich auch nochmal an alle hier, die hier ja fast tagtäglich oder ab und an mal vorbeigucken auf meiner Seite. Es freut mich sehr. Damals sah das hier vom Design ja auch noch ein bisschen anders aus, es hat sich viel getan, sehr viel getan, definitiv alles rundherum. Und ja, Aufbau und so weiter und so fort. Und ja, muss sagen, ich könnte mir eine Seite ohne die Seite, eine kleine Seite, könnte ich mir eigentlich auch nicht mehr vorstellen. Anfangs nur gedacht, ja, so ein bisschen klein eben, ein bisschen so nebenbei neben YouTube, kleines Nebenstück hier, aber mittlerweile hat es sich sehr etabliert, wo ich auch stolz drauf bin und was mich auch freut. Gut, also noch eine Mini-Info dann noch zum Schluss, weil eben jetzt hier das Gewinnspiel ist, fällt das Wochenendgewinnspiel dieses Mal ausnahmsweise mal ins Wasser, fällt mal aus, was ja normalerweise jedes Wochenende ist. Aber dieses Wochenende, daher meine Seite seinen ersten Geburtstag feiert, das müssen wir gehörig feiern, fällt es mal ins Wasser ab und an, zur Abwechslung mal. Okay. Gut, also dann nehmt teil, es lohnt sich, mich würde es freuen und freue natürlich auch, wenn ihr immer wieder mal hier vorbeiguckt. Es freut mich sehr. Also damit sage ich danke an euch natürlich. Happy Birthday an meine Seite, klingt jetzt auch komisch, und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.